Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kfz-Simulator. So, weiter geht's. Driver, something you should know about that database. When Arta's funding began to dry up, they handed us our final paycheck with one hand and the same day evacuation orders with the other. Oppie was a higher up, though more entitled than an actual power by that time. She would have known about Arta's plan to close up shop. And had enough time to download all the research data before losing access. That data could contain what we need to help you. Okay. Ich kann scheinbar kacken gehen. Das freut mich. Ich habe jetzt so viel Spielfortschritt gesammelt, dass ich kacken kann. Ja, ist eine kleine Steigerung, ne? Ich meine, ich muss jetzt nicht mehr in den Kofferraum kacken. Okay, sexy. Aktor. Nein. Pack den noch ein. Hä, warum hat... Ach, Spiel, Mensch. Ist doch mal gut jetzt hier. Was soll ich jetzt damit? Warte mal. Okay, also so das hier rein. Richtig Hightech, Mensch. Ich will aber immer noch den neuen Motor haben. Da bin ich voll geil drauf. Da plädiere ich drauf. Wir brauchen aber 42 von diesen Thermosaftkristallen. Und ich weiß, dass es die im Sumpfgebiet gibt. Die Jibbitsch. Wenn du diese roten, komischen Bläschen kaputt machst. So. Besorge Ader-Daten. Persönlich, ja gut, dann müssen wir jetzt wieder los, ne? Dann fahren wir jetzt wieder. Wir fahren nicht. Wir dürfen nicht fahren, what the fuck? Habe ich was übersehen? Okay. Hier gibt's keine Festplatte. Festplatte, what the fuck? Aber wo soll ich jetzt eine Festplatte herbekommen? Oh, heiliger Gral der Mülltonne, bitte. Gib mir eine Festplatte. Sorry, Driver. We wouldn't have to do this if you were of sound mind. But we can't stand by while she messes up some calculation and kills you. Boy, oh boy, look at all these gizmos in here. Oppie wasn't operating no normal auto shop. A fabrication station. Ooh, a personal vault? I bet there's some good stuff in there. I'm uncomfortable intruding like this. Can you not? Hold the phone. There's a machine that prints bobbleheads. What? Show me. Dass pro Sekunde 1000 elektromagnetische Impulse in zufälligen Intervallen ausstößen kann. Dieser Generator erschwert es vielen organischen und elektronischen Wesen, sich am Auto festzuhalten. Ja, können wir noch machen. Aber das ist nicht, was ich suche. Ich kann eine Leiterplatte herstellen, das war nicht dasselbe. Da bin ich schon wieder total verblödet, worauf ich tippen würde. Oder... Ich finde das Ding nicht. Aber fahren kann ich auch nicht. Ich kann nichts machen. Warte. So. Ne, das hatten wir alles schon. Wieder am Steuer? Nee. Eine stabile Route? Nee, aha, ein kleiner Gefallen. So, wow.
Oppi hat einen magischen Teleporter, bla bla bla. Oppi, hey, Speedy, bist du wieder in der bla bla bla. Tobias. Speedy, es gibt da etwas, was du über die Datenbank wissen solltest. Als der Ader die Geldhand zugedreht wurde, erhielten wir ohne Vorwarnung unseren letzten Gehaltscheck und den Befehl, das Sperrgebiet im selben Tag noch zu verlassen. Francis, Oppi hatte damals zwar nicht mehr viel Macht, war aber zumindest formal, aber noch ein hohes Tier. Sie wusste also von den Plänen der Ader, das Sperrgebiet aufzugeben und hat schnell nach all ihre Forschungsdaten, bla bla bla. Ja. Driver, something you should know about that database. When Artis funding began to dry up, they handed us our final paycheck with one hand and the same day evacuation orders with the other. Oppi was a higher up, though more entitled than an actual power by that time. She would have known about Artis' plan to close up shop and had enough time to download all the research data before losing access. That data could contain what we need to help you. Ja, Leute, das ist mir klar, aber wo kriege ich diese Data? Die Data-Banken. Bin gerade echt ein bisschen lost. Diesmal tue ich nicht mal nur so blöd. Okay, hier ist ein Bad, hier ist ein Raum. Oh mein Gott. Ach Mensch, ey. Schicke die Festplatte. Okay, also per Flaschenpost. Oh, you did it! Hey, you actually did it! Oh, boy, howdy, I cannot wait to dig through all this data. Ja, das war halt so voll. As promised, I'll fix Oppi's connection. Do you read me? Come in, do you read me? Loud and clear, you old bat. I see. The comms clear up suddenly, and I find you two patched into the garage frequency. It all makes sense now. No idea what you're talking about. So, Oppi, what's the plan? You must have some grand scheme, don't you? Let me get this straight. You hijacked my mission, tapped into my frequency, and now you want to be all buddy-buddy. Not on your life. You think you're hot stuff. Why don't you take the lead then? Get the driver through all by your damn selves. Did she just hang up on us? Well, guess it's our time to shine. So, Francis, you got any ideas? Well, we know the driver needs to get to the deep zone, but it's too dangerous to head there directly. We have to zero in on exactly where to go. The signal amplification trick won't work here. The ambient instability is too strong in the mid-zone. Huh, how indeed. There was another time where the mass hallucination and the remnants intersected. Drive, I've tagged a route for you. Whenever you're ready, give it a spin. Okay. Okay. Ich mochte, oh mein Gott. Ja, nee. Das dauert doch wieder 20 Jahre, bis ich dann da bin. Aber okay. Wir ziehen das durch. Lag der nicht gerade noch hier? Ja. Oh, da geht er von Schrott. What the fuck? Ich könnte trotzdem... Ich nehme den schon mal raus. Brauche ich ja nicht. So, bitteschön. Ah, doch ein bisschen schicker. Ein bisschen schicker ist es immer. Okay. Getankt haben wir. Sprit haben wir. Wo ist mein Extra-Tank-Ding? Ich hab das doch eigentlich. Hab ich das nicht mehr? Finde ich jetzt aber ein bisschen unfair, ne? War eigentlich... Ne, das ist weg. Oder habe ich das hier reingepackt? Oh Gott, ich dachte schon.
Nee, dann ready, steady, go. Auf in die Pampa, auf in die Einöde, auf in die Hölle. Ich brauche meine Karnickelchen. Meine Chemie-Karnickel. Ich will aber nicht schon wieder so weit fahren. Die zieht sich wieder. Ich glaube, ich fahre jetzt erstmal zu einer Stelle. Sammel im Sumpfgebiet diese ganzen komischen Dinger. Der fährt doch gar nicht so weit, ne? Sag ich doch. Ayos mios la cucaracha. Ich krieg ne Klatscha. Ich brauch echt diesen neuen Motor. Mir bleibt nichts anderes übrig, als die Dinger zu sammeln. Tobias kann mich jetzt mal gepflegt an der Rosette knutschen. Ich muss jetzt looten. Looten, looten, looten. Immer looten. Ich glaube, das wird nicht so viel gelootet. Ich glaube, auf diesen roten Dinger, wenn ich es richtig gelesen habe, kriegt man ziemlich viel. Ich will auch wieder diesen Befreier haben. Ich will diese Offroad-Reifen haben von dem Truck draußen in der Werkstatt. Ich glaube, damit geht es mir schon viel, viel besser. Sorry about all that mess with Oppie. There's no question. Oppie is a once-in-a-generation genius. I've watched her manipulate wavelengths with nanometer precision without batting an eye. So, to see her go from being the sharpest person in the room to what she is now is disappointing. This place, it leeches away your sanity day by day. So for... For Oppie to live here in complete isolation, locked away with only bad memories and expired medication? Nothing good comes of that. I'd feel a hell of a lot better if I knew why she suddenly cares so much about the remnants. Boah, ich glaube, Oppie hat's echt nicht gut, ne? Die arme Mensch. Die dreht durch. Ich kann's verstehen, ich drehe auch durch. Ich bin noch nicht mal so lange hier wie sie. Mein altes Auto wird zerschrottet und ich krieg dafür ein neues Auto. Was Schrott ist? Obwohl mein altes war gut. Ich fand das toll. Es war nice. Gemütlich. Aber egal, meckern hilft nicht. Oh Gott, ich will diese Offroad-Reifen. Ehrlich, es ist doch voll für den Arsch. So, da sind wir jetzt gleich durch. Der Weg ist eigentlich gar nicht so schlimm bis ins Sumpfgebiet. Es wird halt erst im Sumpfgebiet kacke fürs Auto, weil ich keine Offroad-Reifen habe. Das heißt, rein theoretisch müsste ich gleich erstmal ins Sumpfgebiet. Ich müsste das looten ohne Ende. Dann müsste ich zurück. Müsste mir den Motor herstellen, plus die Offroad-Reifen klauen und dann... Kann ich vielleicht, naja, instant jetzt da hinten hinreisen, glaube ich jetzt nicht. Aber ich könnte schon ein gutes Stück näher rankommen, was mein Auto eine größere Lebensspanne verleiht. Aber mal gucken. Es kommt eh wieder anders, als wie man denkt. Wahrscheinlich kommt gleich nur Godzilla und... tritt mir in den Arsch und sagt, nö, du kommst nicht weiter im Spiel. So, wir sind hier, wir müssen da, das heißt rechts. Ah, ich kacke auf deine extremen Bedingungen. Ich bin ein Survival-Typ, ich kann das. Ich habe The Forest gespielt. Ich bin abgehärtet. Wir ignorieren jetzt einfach, dass ich dagegen gefahren bin. Ich habe es echt nicht gesehen. Ich fahre jetzt einfach durch, juckt mich nicht. So, jetzt. Ich würde den gerne mitnehmen, ich fahre da voll durch das Ding. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Fängt gut an! Bin ich ehrlich. Gefällt mir. Wie hoch springt der? Oh Gott, es geht ja voll. Guck mal, das nehmen wir doch direkt mit. Das da hinten nehmen wir mit. Au. Gehen wir hier mal gucken. Hier gibt es auch mal guten Stuff. Oh ja, da sind meine Chemiehäschen. Ich brauche euch, Leute. Ihr wisst das noch nicht, aber ihr seid verdammt wichtig. Ich brauche das ganze Blech. Oh, was wandelt der um? Glühbirne in Chemikalien. Ja, witzig. Ich habe keine Glühbirne dabei.
Francis, but I'm starting to think we can't do this alone. Look, it's not that I doubt our abilities, but no one knows the zone like that old man. But you heard what she said. She'll sabotage this remnant before helping us. Right. Well, she'll come around to our charms. No, she won't. Nothing in the 13 years we spent in R&D proved that she's open to working with anyone. She dug her heels in so deep that she wrestled everyone down into the grave with her. I can't be involved if she is. What are you talking about? This is the entire reason we stayed behind, to write the record of the zone. Not about the experiments and the technology, but to tell the legends of the land. I don't want anything to do with her. I don't want to talk to her. I don't want her advice. I don't want to hear her goddamn voice. This isn't like you. What's going on, Francis? Is there something I should know? No. All your work in Lim R&D, all the time you spend, your entire career, oh, nein. Your entire life, you sacrifice it all. Was der denn da? Black hole on your resume, when you can't tell anyone what you did. You couldn't even tell people where you wiped your ass for 10 years. So no, I'm not letting this go. Not for me, but especially not for you. That's not... Never mind. You know, sometimes I wonder, how much of you staying here was actually to hunt these legends? Or if it was because you had nowhere else to go? Also sie mir sagen, die haben ja echt alle kein gutes Verhältnis miteinander, ne? So irgendwie mögen die sich nicht. Der eine ist abgefuckt von dem, der andere ist abgefuckt von dem. Ich fahre schon wieder auf irgendeiner Wiese. Egal, ich muss hier lang. Oh, da ist die Straße. Ich hab's gefunden. Okay, der hat schon ein bisschen Schaden angerichtet, aber ich glaube, ich habe größeren angerichtet. Gut, auf geht's. Oh, eigentlich will ich das auch einsammeln. Und das auch. Was tue ich jetzt auch? Oh, mein Leben leidet. Ich muss gleich mal gucken, kann ich Medikamente herstellen? Au. Muss ich die überhaupt sammeln? Ich glaube, ich muss die gar nicht sammeln, oder? Ich glaube, ich stelle mich gerade voll dumm an. Geben mir zwar so einen Boost, aber wichtig sind die, glaube ich, nicht. Ah, ich höre erstmal auf, die zu sammeln. Was brauche ich dafür? Klebeband, okay. Nach Klebeband Ausschau halten, das ist wichtig. Oh. Das wollen wir nicht, ne? Hast du mal fast hingekriegt, Kollege. Das immer. Was passiert, wenn ich da reinfahre? Stecke ich dann fest? Komme ich dann nie wieder weg? Bin ich dafür immer hier gefangen? Ach, haut ab. Kann ich euch einfach mitnehmen ins nächste Gebiet? Weil die Strahlungsdings ist echt ein bisschen nah. Also. Ah, damn. Ich muss da hoch. Ich fahr. Ah, nein! Oh Gott, ja. Oh, hier rum. So. Ich glaube, das ist einfach. Oh mein Gott, die machen mir voll den Schaden. Das ist voll scheiße. Ey, hau doch nicht ab! Ah, du wenig. Ich brauche ein Erste-Hilfe-Kit, ich merke das jetzt schon. Die Mission wird nichts. Fährst du? Ah, jetzt. So, jetzt fahren wir hier durch. Da rein, das ist... Das ist Kacke, das ist richtig Kacke, was jetzt gerade passiert. Ah, ja, ja. I did it! I'm back in the game! Jetzt macht der gleich wieder einen Hopsas. Mein Auto ist komplett am Arsch! Nein. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp.
Habe ich noch einen Karnickel an mir oder warum nimmt das so viel Schaden? Nee, ich hatte keins mehr dran. Ich brauche Klebeband, ganz dringend. Dann brauche ich Reparaturkit. 3, 4, 3. Gott, ich bin noch nicht mal halb auf dem Weg dahin, wo ich sollte. Das ist voll die Kacke. Man, das ist alles gemein und doof und kacke. Ich bin wirklich nicht mal halb auf dem Weg. Scheiße, ich muss jetzt ganz viel Klebeband etc. finden. Ne? Ich muss wenigstens ins Sumpfgebiet kommen, damit ich diese Kristalle farmen kann, damit ich den Motor herstellen kann. Ob ich das schaffe. Wird schwierig. Aber gut, ich würde sagen, das war's erstmal an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass ein Like, lass ein Abo, lass Aufmerksamkeit da. Bitte. Das wäre voll lieb von dir. Ich wünsche dir natürlich weiterhin alles Gute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.